Okay, ihr seht Leute, es geht ab. Jan Frodeno schwimmt alleine vorne weg. Ganz, ganz alleine. Und das ist schon krass, weil Nils Frommholt ist bei weitem kein schlechter Schwimmer. Der ist eine richtige Granate. Also Nils Frommholt kommt vom Schwimmen. Wenn der nicht mal im Wasserschatten an Jan Frodeno dranbleiben kann, dann würde ich mal sagen, hat das schon was zu bedeuten. Normalerweise würde ich sagen, schwimmt der Nils Frommholt im Wasserschatten von Frodo mit. Heute nicht. Der Trainingspartner von Jan Frodeno. Und dahinter ist der Nils Frommholt mit der hellblauen Badekappe. Und der Kajakfahrer hier vorne rechts hier, der, okay, jetzt dreht er sich mal um, aber guck mal hier, der chillt schön, der guckt mal nach rechts, mal nach links, genießt die Atmosphäre. Hier sind die ersten Splits und Jan Frodeno, erster, und schaut mal die Zeit. Mal davon abgesehen, dass die Zeit brutal ist, die Zeit 45,22. Bedeutet schon mal, dass Jan Frodeno im Vergleich zur Weltbestmarke von Andreas Rehler damals 45 Sekunden circa schneller ist. Ihr seht hier Jan auf der zweiten Runde in Rot. Zeit sieht sehr, sehr gut aus. Aber schaut euch mal an, wie krass der vorne eng zusammen auf dem Rad sitzt. Das fährt er 180 Kilometer bis auf ein paar Ausnahmen. Das ist echt Wahnsinn. So eine Position, so eng im Schulterbereich vorne, so lange zu fahren, ist fast unmenschlich. Wir haben jetzt 11.33 Uhr, Jan Frodeno ist vom Fahrrad gekommen und der Typ, der holt den Weltrekord. Der fährt eine Zeit von 4.08, das heißt, der ist 3 Minuten im Split-Vergleich schneller Rad gefahren als Rehler 2011. Es gab eben eine Situation, vielleicht habt ihr die auch gesehen, das war krass, da kommt einer auf der eigentlich abgesperrten Rotstrecke aus einer Seitenstraße rausgefahren und fährt fast den Frodeno über den Haufen. Der muss da echt schnell einen Schlenker machen. Eins vielleicht noch zur Radstrecke, der Fabian Rahn, der übrigens auch gut unterwegs ist. Hoffentlich hältst du es durch, Fabian. Der ist die Radstrecke abgefahren. Die Radstrecke soll so auch knapp 3 Kilometer kürzer sein und die Laufstrecke knapp 1 Kilometer kürzer. Jetzt warten wir mal ab, was der Jan im Laufen macht. Quasi mal durch die Wechselzone mich verpflegen, ja. Das fiel mir echt schwer, meine 4 Räume zu verlassen und nicht zu schauen, wie es bei der Challenge Rot steht. Gerade zurück, direkt mal checken, wie die Laufzeiten von Frodo sind. 12,5 Kilometer gelaufen, 3,49er Schnitt, also voll im Raceplan. Aber auch der Fabian Rahn ist gut unterwegs. 4,33 auf dem Rad, jetzt geht's ans Laufen. Und das Laufen ist ja eine der Stärken von Fabian. Übrigens, wer Fabian nicht kennt, erstmal Schande über euer Haupt. Und zweitens, hier oben rechts ist ein Link zum Video mit Fabian Rahn. Wir haben vor 3 Tagen noch zusammen trainiert. Reinziehen! Euch dieses Gesicht an, das tut weh, die Schmerzen, jetzt beißt er, jetzt guckt er noch mal auf die Uhr, ja, ja, keine Sorge, Jan Frodeno, dieser Weltrekord, der ist dir, da ist die Ziellinie, er muss nur noch drüber laufen, 7 Stunden 35, das ist unglaublich, Jan Frodeno, da hat er das Silber, da ist er, da habe ich ihn live im Bild, den Fabi Rahn. Unfassbar! Wahnsinn, Fabi, du bist in der Weltklasse! Zum Abschluss des Tages meine Top 5 von Rot. Nummer 1, Jan Frodeno. Willst du mich eigentlich verarschen? Was fällt mir zu dir heute noch ein? Epic, beeindruckend, atemberaubend, nicht von dieser Welt, Maschine. Was du da heute gemacht hast, war einfach krass. 7 Stunden 35. Ich glaube, an dieser Zeit werden sich lange andere Athleten die Beine zermürben. Wahnsinn. Chapeau, Chapeau. Hut ab. Top. Nummer 2.
Daniela Rief. Was Jan Frodeno bei den Herren ist, das bist du für die Frauen. Einfach nur abartig, ja. 8 Stunden 22, 9. insgesamt vor Jan Raphael zum Beispiel, knapp hinter Per Bittner. Jetzt bin ich nur gespannt, was Daniela Rief nächste Woche in Zürich macht. Muss sie noch finishen, um nach Hawaii zu können. Nummer 3, Fabian Rahn. Wir haben letzte Woche noch trainiert und was du da heute gemacht hast, 8 Stunden 20, du wolltest unter 8 Stunden 30 zu bleiben. Wahnsinn, ich habe die Bilder vom Zielanlauf gesehen, da habe ich Gänsehaut bekommen. Einfach nur geil, dir gönne ich es wirklich. Ich hoffe, dass du auf dieser Leistung jetzt wirklich eine gute, solide Profikarriere in den nächsten Jahren vor dir hast. Nummer 4, vielen auch nicht so bekannt vor diesem Wochenende. Nach heute hat sich das geändert. Nick Kastelein, der Australier, Trainingspartner von Jan Frodeno. Erste Langdistanz, 8 Stunden 5, lange Zeit mit Nils Frommold mitgelaufen. Eine Zeit im Wasser von 46xx. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und der Einteiler war auch nicht schlecht. Ryzen, kennt man vielleicht demnächst. Und Nummer 5. Muss ich kurz überlegen. Wollte ich denn als Nummer 5 sagen? Nummer 5. Rainer Aumann. Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht. Altersklassenathlet AK40. Letzte Woche ist er noch in Frankfurt gestartet. Gewonnen, Altersklasse, Hawaii-Ticket gelöst, 8 Stunden 55. Was macht er? Der hat nichts Besseres zu tun, als eine Woche später heute in Rot anzutreten. Was macht er? 8 Stunden 46, Gesamt 17er. Alter, wie machst du das? Kannst du mir das bitte verraten? Hast du vielleicht einen Motor am Bike? Nicht schlecht. Also, Rainer, wenn du das hier siehst, in die Kommentare dein Erfolgsrezept. Das will ich auch wissen. Eins habe ich noch. Rot, nächstes Jahr, ich komme.